Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Ozon mit dem Olli. Guten Tag. Und dem Biber Butzemann. Hallo. Die heutige Folge könnte man überschreiben mit Butze und Baker im Chaos. Wir probieren uns heute nämlich an einem komplett neuen Mod und haben keine Ahnung davon. Wir haben den nur irgendwo mal so randweise mal gesehen, aber wir tun es heute einfach mal. Uns mit dem Mod beschäftigen. Hilft ja nichts. Genau, wir haben ja eine Aufgabe, ne, quasi zu erfüllen. Der Mod, um den es geht, ist das Thema Aura Cascade. Und da gibt es eine Enzyklopädie Aura, die wir uns erstmal basteln wollen. Hoffentlich kriegen wir die auch hin, nicht? Aura. Ich mache gleich zwei, hätte ich gesagt. Oh, wir haben sogar eine drin im System. Dann lass mich die mal kurz nehmen, dann kann ich die duplizieren. Dank EMC sei das ja hier kein Problem. So. Einmal Aura. So, und dann kriegt der Butze gleich mal ein Büchlein. Bitteschön. Oh, dankeschön. Und wir können mal ein bisschen nachlesen. So. Oh, Fairies. Ja, süß, gell? Tag ist gerettet. Ja, genau, Fairies. Juhu. Und zwar, wir müssen uns mit dem Thema Basics beschäftigen. Aura Flow Mechanics Corporator. Flow Mechanics, das reicht uns, glaube ich, schon. So, every second aura nodes will send a percentage of their aura to connected nodes. This percentage depends on the distance between the nodes and other connected nodes. Klingt alles total kompliziert, ist es vom Prinzip her auch. Wir werden es einfach mal in einem System versuchen. Wenn wir scheitern, werden wir hoffentlich noch herausfinden, woran das liegt. Dazu brauchen wir Punkt Nummer A, aura nodes. Aura nodes. Haben wir 5 Stück sogar im System? Die haben wir, glaube ich, irgendwo mal als Questbelohnung bekommen. Was haben wir gesagt gehabt, wie viel wir ungefähr brauchen? Keine Ahnung. Ja, warte mal. Soll ich mal einen halben Stack einfach machen? Ja. Sind wir auf der sicheren Seite, ne? Oh, es ist ein ganzer Stack jetzt geworden, aber egal. Und wir brauchen einen Vortex-Controller, der schon relativ kompliziert ist. Wir brauchen Gold, Diamanten und Arcane Red Ingots, die aus Aura Crystals Red gemacht werden und Prometheum Ingots. Wieso Prometheum? Egal. Das wird aus Aura White Crystals hergestellt und die werden so hergestellt. Also da machen wir uns mal hier einen Stack Crystals und dann klicken wir uns da wieder durch, bis wir dann bei den hier ankommen. Nein, das war ein Sweat. Aura Crystal White. Davon brauchen wir 8 oder mehr. Moment, lass mich gucken. Wir brauchen davon mehr. 3, 4, 5, glaube ich. 5 müssten stimmen. So, und dann müssten wir uns eigentlich die hier machen können. 1. Oh, natürlich sollten wir die auch da reinlegen. So. Und dann können wir uns die alle machen. Dann haben wir 5, jawohl. Und dann müssen wir uns den Vortex Controller machen. Oh, 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 Butze, wir haben den Vortex Controller. Yeah. Wo bist du? Ich habe gerade war abgelenkt. Wir laufen jetzt gerade um die Säule drüber und bleib doch mal stehen. So, wollen wir das da hinten hinstellen oder wollen wir es im Grün machen? Wir brauchen eine Wand, oder? Machen wir es an der Wand. An der Wand? Können wir gegenbauen. Wir müssen die Höhe bauen. Genau. So, dann gebe ich dir mal einfach mal ein paar Notes. So. Ja, wir brauchen noch eine Pumpe. Ah ja, Pumpe brauchen wir auch noch. Burning ist die einfachste, glaube ich. Burning Aura. Das sieht einfach aus. Dann mache ich mal 4 Stück, hätte ich gesagt, ne? Wenn ich das so richtig alles im Kopf habe. Nee, eine reicht nicht. Eine reicht. Okay, dann geht es halt ein bisschen langsamer, aber ist okay. Ist okay. Ha, reicht doch. Ja, gut. Für das, was wir machen wollen, wird uns wahrscheinlich eine reichen. So, eine Burning Aura Pump haben wir auch. Auch schon erledigt. Sehr gut. Kohle. Das ist Kohle, das ist gut. So, dann sollen wir die gegen die Wand stellen oder den Controller eher gegen die Wand stellen? Nee, die Pumpe gegen die Wand. Die Pumpe gegen die Wand, gut. Dann stellen wir die Pumpe an die Wand. Die zeigt nach oben. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt da nach oben, treffen die hoffentlich die Mitte hier. Nicht so weit. So ungefähr hätte ich gesagt. Schau mal, die sind verbunden. Gut, klappt noch. Klappt noch, hätte ich gesagt, klappt. So. Zwei zur Seite oder eins, egal. Machen wir zwei. Lass mal eins vor, ja. Genau, dann sieht das ein bisschen aus. Und drunter da unten dann. In die Ecke. Und dann den da drunter? So? Nee. Nee? Ah, nee, warte, du hast recht. Geht nicht kaputt. Hier kommt eine Note hin, genau. Und dann kommt neben die Note dann wahrscheinlich wieder das da irgendwie so. Hätte ich getippt. Ja, es kann sein, dass wir da irgendwas zum Rausziehen brauchen. Okay. Wir müssen das jetzt noch mit irgendwas füllen. Hat die Pumpe schon... Nein, Moment, wir brauchen noch irgendwas zum Anzeigen.
irgendwas zum Anzeigen, glaube ich. Gab es da nicht irgendwas wie einen Zauberstab oder irgend sowas, dass man Wir sieht? müssen da doch. Guck, geh mal näher ran. No Aura, wir brauchen eine Aura. Das Weiß noch nicht heißt, mehr, wie man die Aura. Moment, wir haben ja Handbuch. Handbuch haben wir ja. So. Okay. Auronaut Store and Transport Aura Aura. Crystal. White. Moment. Die hatte ich ja gerade welche produziert. Mache ich einfach noch ein paar mehr. Ist kein Weiß nicht, Problem. da gibt es jede Menge verschiedene Auras. Die kosten. Wir haben Gehen noch. verschwunden oder so. Wir brauchen die stinknormale. Ich habe Glaube ich. 24. Ich habe 24 Stück jetzt gerade in der Hand. Und Nimm ist. eins. So. Hier eins, bitteschön. Die sind auch herstellbar aus EMC. Ja, deswegen. So, und dann hier irgendwo hin. Und da, guck mal, hat Ja, funktioniert. und jetzt kurz gucken, da 1000. 1000, okay. Jetzt schmeißen wir ein Kohle vor die Füße. Und jetzt hat er das gefressen und schießt Nach Aura oben hoch. und schießt nach unten. Wenn die hier So. runterkommt, dann müsste der das wieder sammeln oder so. Genau, das sollte sich jetzt hier Da, White quasi. Aura. Das gleicht sich halt immer aus. Genau, das gleicht sich jetzt aus. Und jetzt brauchen wir hier bloß noch ein Rezept, ein passendes. Weiß nur Jetzt. nicht, ob der das auszieht oder ob man da So. einen speziellen Node braucht. Das werden wir gleich mal probieren. Ein Cascading Processor. Turn Earth, drop nearby into two dust. Das exists. Kein Ingots auf. Das war aber, glaube ich, das Falsche, was wir da hingestellt haben. Ich glaube, wir brauchen einen Cascading Prozessor. Kann das Kann auch sein? sein, dass man da dran vier bauen muss, weil die einen bestimmten. Was wollen wir überhaupt haben? Hab's wieder vergessen. Ja, Moment, ich habe hier irgendwo. Moment, ich habe es hier irgendwo auf meinem schlauen Zettel. Schlauer Zettel ist hier. Angel Steel brauchen wir. Das ist das hier. Und zwar gibt es den im First Degree, müsste das sein. Und natürlich kein Rezept, klar. Gucken wir nochmal, gibt es das hier? Materials. Ja, hätte ich nämlich auch gesagt, dass da irgendwo hier Materials. Der Cascading Consumer Block. C Consumer Tab. Okay. Consumer Tab. Ich habe keinen Tab. Nein. Pumps, Materials. So, schauen wir mal durch hier. Wool auf mit der passenden Farbe zu obtain. Arcane Gems. Ja, man muss hier mal lesen hier. So. White Gem. Controls. Basic Concept. Das haben wir schon. Steht hier nicht so da, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber gut, war das vielleicht hier einfach nur ein Ingot draufwerfen oder so? Das wäre fast ein bisschen zu einfach, glaube ich. Der Ja? Ingot mit Farbe war. Wir probieren einfach mal einen Iron Ingot, hätte ich gesagt. Wir haben ja ein paar davon da. Ist ja kein Problem. So, und dann noch Farbe, oder das war farbige Wolle, ne? Eigentlich, was sie wollten. Stimmt. Farbige Wolle. Dann nehmen wir mal Wolle. Und dann nehmen wir noch mal eine Farbe. In dem Fall, was weiß ich, nehmen wir mal Rot. Komm, Rot. Rot kommt zu mir. Gut. Gucken wir mal, was daraus passiert. Wahrscheinlich, wie gesagt, ist es der falsche Block. Ich gehe schwerwiegend davon aus, es ist der falsche Block. Irgendwo Maps runter. Okay. Also auf dem Block kann ich jetzt hier. No valid recipe. Kann das sein, dass das der falsche Block ist? Ich produziere mal den anderen. Der war auch nicht so schwierig. Kriegen wir doch wohl noch hoffentlich hin. So kompliziert kann das doch gar nicht sein. Oder vielleicht doch. Vielleicht fehlt uns einfach nur ein Block mit der passenden GUI, oder? Hätte ich jetzt fast gesagt. Ein bisschen. Ja, ne, irgendwie merkwürdig ohne GUI zu arbeiten, aber okay. Gut, jetzt habe ich den anderen Block. Gucken wir mal, was der sagt. Wenn wir dem hier mal. So. Ah, er kriegt Power. Sehr gut. So, und wenn ich dich hier. Okay.
Powerpuff. Was hast du denn auch Wolle? Ich hab auch. Nein. Keine Wolle. Das müsstest du beides draufschmeißen. Ja, ich bin schon am Laufen. Bin schon am Laufen. Ich hatte die rote Farbe eingesteckt. Aber keine rote Wolle natürlich. Ich ist doch. Faszinierend, dass wir noch einen Mod finden, von dem wir keine Ahnung haben. Soll es geben, habe ich gesagt. Ich habe damit mal ganz kurz angefangen, aber. Das ist gut, dann hast du nämlich mehr gemacht wie ich. Ich habe noch nicht mal angefangen damit. Ach, du kannst ja nämlich noch einen Block setzen, dann pumpt er einfach alles hoch und dann lässt er alles runterplumpsen und. Je weiter er es runterplumpsen lässt, desto. Hallo? Das muss nur in der Nähe sein. Achso. Okay. Dann haben wir den da und den da. Und tut sich was? Moment, wir sind erst bei 53 von 60. Ah, okay. Ah. Er hat's gefressen. Hui. Guck mal. Na, lernen. Ja, Arcane Red Ingot. Juhu. Schnell ins Transmutation Tablet. So. Da haben wir Arcane Red Ingot. Haben wir jetzt. Sehr schön. Der Witz dabei, es gab es da nicht noch ein anderes Rezept dafür? Ja, dafür gab es das andere Rezept auch noch. Okay. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir an diesen Angel. Was habe ich gesagt? Was hast du denn überhaupt? Das wird noch nicht verraten. Das ist was ganz Cooles. Achso, sorry, ich habe nichts gefragt. Ist okay. Ist okay. So. Also was am Schluss rauskommt, kann ich dir verraten, aber du weißt noch nicht, was ich damit machen will. Moment, ich sage dir, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich möchte mir bauen einen Wand of Animation. Okay, jetzt weißt du mehr wie ich, ne? Oder auch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, habe ich hier irgendwo Angel, den Cascading Synthesizer. This block will consume power to synthesize Angel Steel. Ja, it runs it. Okay, Cascading Synthesizer. Gut, bauen wir den mal. Vielleicht erstmal gucken, wie teuer das Teil ist. Naja, eigentlich egal. Cascade. Oh, da ist sogar ein Rezept. Wobei. Moment, ich schau gerade. Spawner. Moment. Synthesizer. Okay. Ein Vortex Infuser. Infusion brauchen wir da. Und das war das Teil, was ich in der Hand hatte, glaube ich. Das heißt, wir brauchen viermal Eisen und ein Arcane Prism. Und da kommt dann der Synthesizer raus. Und das Arcane Prism, um Gottes Willen, das wird lustig. Da haben wir ein bisschen was zu tun, bis wir da soweit sind. Ja. Gut, ich baue mal Prismen. Kann sich nur um Stunden handeln, ist ja kein Thema. Wir haben ja Zeit, oder? Ihr habt hoffentlich auch Zeit mitgebracht, ne? Ja. So. Da werden wir uns vorher mal informieren sollen. Ach was. Ist doch langweilig das sowas. Das kann ja jeder. Ja, genau. So, wo war das jetzt? Da. Spawner, nein, da war's. Synthesizer. Wir brauchen. Nimm mal Wolle und mach schon mal die anderen von der ganzen Farbe, okay? Ja, genau. Welche Farbe möchtest du anfangen? Weiß ich nicht. Weil. Für alle genommen. Ja, gut, dann mach einfach mal. Weil aus den Dingen müssen wir dann die Prismen herstellen. Dann kann ich nämlich, glaube ich, schon mal den roten herstellen. Das ist dieses Red. 6, 7. Mit dem sind wir dann bei 8. Und aus denen kann man dann ein Prism machen. Das da. Und dann machen wir hier den Red Gem. Und dann machen wir so. Oh, was fehlt uns da? Amordrin. Was ist denn Amordrin? Hallo? Kann mir jemand mal sagen, was Amordrin ist? Mach ich Violett. Ja. Violett? Keine Ahnung. Wir haben kein Amordrin. Woher sollen wir das kriegen? Wo brauchst du das denn? Das brauche ich, um dann danach den Crystal herzustellen für das Prisma. Aber den Amordrin. Oder was? Arcane Red. Ah, Moment, warte mal. Den kann man auch. Du kannst auch noch dann mit dem Infuser machen. Genau. Dafür wollte ich die Dinger ja. Ah, okay. Dann machen wir das mit dem Infuser. Infuser. Weiß man, ich kann sein, dass der von allen vier Seiten Energie braucht.
Oder nur langsamer ist, weil er ziemlich viel Energie braucht, laut der Anzeige, ne? Autsch. Hätte ich gesagt, also. Wirklich. Gut, ich habe den. Ich weiß natürlich nicht, ob das der Controller hier ist, den ich in der Hand habe. Nimmst du mal die zwei Sachen nochmal weg? Dann tausche ich mal das gegen das und dann kannst du nochmal probieren. Ich brauche den anderen. Brauchst das andere? Okay. Dachte nur, Dann kriegst du das andere. Neues machen, aber. Bitteschön. Ach Quatsch, ich depp. Was? Eisen. Da Wolle und Farbe hingeschmissen. Ja. Und um das Die Fell. Wolle muss ich erst einfärben und dann das beides hinzuschmissen. Ich mache noch so eine Aura-Pump, weil wir schon dabei sind. Moment, erst gucken. Aura-Pump. Pump. Burning Aura-Pump, genau. Oh, muss ich gerade noch schnell lernen. Aha. So. Da haben wir noch eine Aura-Pump. Kristalle haben wir noch einstecken. Dann gebe ich ihm hier mal ein paar. Wenn die musste da. Ach, der frisst die auch. Ja. Und jetzt musst du Aber ihm der hat kein quasi. Au. Nee, ach so, Er ja. hat White Aura jetzt. Hat der andere noch? Okay, ja. Ja, hat er auch. Dem kann man auch noch ein bisschen was zugeben. Und die Kohle dient nur dazu, um das Zeug zu pumpen. So habe ich Ja, das zumindest das ist dann verstanden. der Fuel, um Genau. dann das hochzupumpen. So, Kohle. Kohle. So. Hier ist noch eine. So. Okay. Alles schön lernen, ne? Der pumpt hier doch gerade wunderbar durch die Gegend. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, hätte ich jetzt gesagt. Einmal gelbe Wolle und ein Eisen. Na? Jetzt gibt dann das Gelbe, hoffentlich. Ja, hoffentlich, das werden wir gleich sehen. Progress 48, 51, 53, die Spannung steigt und plipp. Jawohl, sehr gut. Und welche Farbe hätte dir noch gefehlt? Ich guck grad, ich schmeiße dir immer an die Füße, dass du die lernen kannst, ne? Das reicht, wenn du die lernst. Ich brauch's nicht. Ja, sicher, sicher. Ach komm. Du kannst ja, das reicht. Schnell mal Wie einsammeln. mein Table. So. Dann kann man sie ja zweimal bauen auf einmal. Das ist gar nicht gut. Nein. Da bringen wir bloß wieder unser System durcheinander. Nein. So. Und den da. Wacht und dann habe ich glaube hoffentlich alle. Ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt durch die zweite Pumpe und durch die Ja, du hast jetzt doppelte bin Power, jetzt oder? doppelt so schnell, Genau. ja. Zwei Dinger pro Ja, schön, schön Power so. pro Sekunde oder was es Genau. auch immer ist. Pro Einheit, egal. Das müsste jetzt ein Schwarzer geben, laut deiner Meinung. Laut meiner, ja. Gut, sieht doch gut aus. Perfekt. Wunderbar. Oh, blau habe ich glaube ich noch nicht gelernt. Ja. Oh, komm her. Wie heißen die? Wie heißt Kane? es? So. Welche habe ich denn? Weißhammer, Grünhammer, Schwarzhammer, Genau. Rothammer nicht. Hast du noch Rot? Rot habe Orange, rot Gelb, habe ich. Blau. Das habe ich auch schon Ich habe gelernt. kein Violett. Ah, Ich violett war es genau. weiß. Moment. Einmal hier für dich. Und dann schauen wir mal nach Violett. Violett? Nein, Violett heißt nicht. Purple.
Purple. Purple kriegen wir, glaube ich, eher hin, genau. Weil das kriegen wir doch hoffentlich auch. Ich glaube, das habe ich dem System noch gar nicht beigebracht, weil ich mir gedacht habe, Purple brauchen wir so gut wie nie. Genau. Purple. So, und dann gleich wieder Wolle machen draus, ne? Purple Wolle. Gut. Purple. Rot rein. Die raus. Gut. Und einen Eisen-Ingot war das ja, ne? Genau. So. Schneller. Lauf. Und? Tust du was? Jo, tut. Purple. Oh, Blood Moon. Purple ist in der Mache. Dürfte gleich. Okay. Dürfte gleich fertig sein. So, dann kann ich mir mal die Purple Wool hier mal wegschaffen. Jawohl, da haben wir Purple. Dann auch wieder gleich lernen. Arcane Violet, gut. Bitteschön, einmal für dich zum Lernen. Okay. Perfekt. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Infusion-Dingens da. Ja, genau. Infusion. Hast du das Ding? Ich habe hier einen Vortex-Controller. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Wir brauchen diesen. Warte mal. Wir wollten auch die Gems haben, ne? Ja, genau. Hast du einen Vortex-Infuser? Gibt's den? Gute Frage. Vortex. Controller. Genau, aber den Controller habe ich. Probieren wir es mal. Probieren wir es einfach mal. Nehmen wir das Teil hier ab. Und bauen dafür den Controller hin. So, und jetzt müssen wir die Gems hier herstellen. Hatten wir ja gerade so gesagt. Gem. Und dann probieren wir doch mal den weißen, oder? Ja. Das wären 3 White und ein Diamant. Gut. White. 3-mal Weiß. Und Diamant holst du gerade? Nee, aber kann ich ja mitbringen. Genau. Hast du denn nicht gelernt? Diamant nicht, nein. Liegen da jetzt 3 oder nicht? Ja doch, da müssen 3 liegen. Ja, Diamant. Wie viel brauchst du? Einen Diamanten. Einfach dazu werfen. Oder mir zu werfen. Oh nee. Wir versuchen mal. Das glaube ich. Okay. Du hast jetzt alles genommen, glaube ich, ne? Ja. Also es müssen 3 von den Weißen sein und ein Diamant. Vielleicht war ich auch zu weit weg. No nee, man muss Recept. Das... Moment. Ich glaube... Man muss dann das außenrum anwenden, aufbauen. Ja, irgendwie schon. Ja, da war noch irgendwas. Gut, dann habe ich es wieder eingesackt. Bei den Mechaniken stand es nicht mehr dabei. Ein entsprechendes Bild wäre natürlich auch praktisch, ne? Also ist die Pumpe, nein. Monitor, nein. Controls. Okay. Stop the Note, das ist auch nicht das, was wir wollen. Basic Concepts, ha? Vielleicht müssen wir einfach mal vorne gucken. Nein. Power? Nein. Flow Mechanics? Das ist das, was wir eh schon aufgebaut haben. Das war es auch nicht. Gibt es denn da vielleicht noch ein Enhanced Book oder irgend sowas? Ach. Oder eine zweite Seite? Basics. Nein, du musst bloß ganz zurückblättern, dann kommst du nämlich auf die Übersichtsseite und dann kannst du mal gucken. Power Consumer. Vortex Infusion. Musst ganz nach links blättern, bis du keine Back mehr hast. Dann hast du eine Übersicht mit mehreren Icons und dann schaust du bei Power Consumer, gibt es einen Vortex Infusion.
So, first place a vortex controller down and place four vortex pedestals adjacent to it. Okay. Machst du die Pedestals oder machst du hier den Umbau? Wir brauchen nämlich dann einen Platz mehr auf jeder Seite wahrscheinlich. Ich mach den Umbau. Okay. Dann mache ich die Pedestals. Pedestals. Das war's. Das ist ja dann so ähnlich wie Thaumcraft, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ne? Okay, das ist das falsche Pedestal. Vortex Pedestal. Oh, ist das schwierig. 8 Lapis um eine Node. So, und dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann sollte es doch eigentlich, hoffentlich, so immer vollkommen. So. Dann kommen die nämlich dann mit Sicherheit hier so drumherum, nehme ich mal schwerwiegend an. Ja. Dann kommen daneben wieder die normalen Aura Nodes. Nee, die. Ja, doch. Aber und die, ja, die Pumpe kam außen dann, glaube ich, hin. Also, so haben wir es gerade gehabt. Oder täusche ich mich da? Jo, hast du noch zwei Pumpen? Nein. Ich baue noch schnell zwei Pumpen. Moment, nee. Nee. Nicht bauen. Nicht bauen. Die haben doch mit Sicherheit EMC, oder? Natürlich haben die EMC. So. Aura Pumpe noch zwei. Wir lernen ja auch langsam, ne? So. Dann hast du einen Abstand gehalten. Okay. Hier. Und hier. Und hier. Genau. Dann hast du hier schon zwei drüber gesetzt. Dann kann ich die schon mal aktivieren quasi. Da kommen dann. Wie viel können wir maximal reinstecken? Ich sollte sie einfach bloß vielleicht anklicken. Da ist Strom auf der Leitung jetzt. Nein, Aura. Aura auf der Leitung. Okay. So. Den hast du. Den hast du auch. Den hast du auch. Oh, weil die schießen noch. Moment. Ich weiß nicht, ob das so. Die Aura. Das, diese Aura Pedestals haben anscheinend Saft. Sieht also gar nicht schlecht aus. Zur Seite schießen. Halt, wir brauchen dreimal Weiß, haben wir gesagt. Und einen Diamanten. So. Eins, zwei, drei, vier. Oh, oh, Power received. Noch gar nichts. Aber da tut sich gerade was. Zumindest habe ich den Eindruck, dass sich was tut. Aber mehr weiße Aura storen sie nicht, ne? Und der mittlere kriegt gar nichts. Eins, zwei, fünf. Ja, gute Frage. Müssen wir vielleicht anstatt dem Cobblestone hier eine Note hinsetzen, dass er diesen Saft kriegt? Das können wir ja mal probieren. Aura Note haben wir. Gut. So. Dann setzen wir da einfach mal zwei hin. Und die eine bauen wir wieder ab. Und jetzt? Kriegt immer noch keinen Saft. Nö. Lass und. Oder müssen die Pedestals den Saft bekommen? Lass uns mal hier sowas dazwischen packen. Dann fliegt nämlich keine Aura mehr zurück. Jetzt kriegen die Pedestals die Energie. Kannst du den in der Mitte wieder abbauen? Ja, kann ich.
Da wieder Stein hin. Okay. Stein habe ich gerade. Habe ich einstecken. Okay. Kriegt aber keine Power. Keine Power. Es kann sein, dass wir 20.000 ansammeln müssen. Das kann natürlich sein. Siehst du, wir müssen jetzt. Das heißt, ich müsste die noch etwas füttern vielleicht, oder wie? Ja. Bis 6.000. Kohle. Die Weißen sind ja kein Problem. Ah, du hast die schon gefüttert, okay. Ich schmeiß mal von einem Stack hin. Ich glaube, in der Nähe von den Dingern brauchen die Items auch nicht. Problem war nämlich, glaube ich, dass die Energie wieder zurückfloss in die Pumpe. Block hier in der Mitte fließt da jetzt nichts mehr zurück. Mhm. So, warte mal. Place down for Vortex Pedestal, Eject Generator following a Reset, right click Place, okay. Now you need to supply the pedestals with power. Also die Pedestals müssen mit Power versorgt werden. Each pedestal acts like an aura node, unlike most consumer blocks. Each recipe needs different amounts of power per pedestal. Some recipes require a specific color of aura. Das haben wir ja beachtet. Wir haben die Weiße. Can vary based on the items in the pedestal. Controller. Dann wir lassen das jetzt einfach mal stehen mit 20.000 und dann eine 60. Dauert ja noch ein bisschen. Jo. Der mit 60.000 dürfte der mit dem Diamanten, glaube ich, sein, ne? Nehm ich einfach mal an. Ja, hätte ich jetzt auch. Wäre so ein Tipp nicht. Gut, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken uns das nächste Mal genauer an. Und bis dahin, schreibt uns ein paar Kommentare, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Ciao.